Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Panzerhörnchen. Mein Name ist Krautikus und ich stelle euch heute meine schweren Waffen vor, die ich für meine kanadische Battlegroup benutzen werde. Ja, was beinhaltet das Paket von Plastic Soldier, gekauft bei Frontline Games für knapp 24 Euro? Es ist eine sehr gute Ergänzung zu der bisherigen. 4 3-Inch Mortars, 4 4-Inch Mortars und 4 Vickers. Gesagt, getan, ran ans Hobby, schauen wir mal rein. Na komm schon. So. Die typische Bauanleitung von Plastic Soldier. Wieder gekennzeichnet. In drei Farben. Der Grau ist zur freien Verfügung. Schauen wir doch mal. Die roten sind die 3-Inch Mortars, die gelben die 4-Inch Mortars und blau ist das Vickers MG. Perfekt. Dann haben wir immerhin schon mal das abgehakt und schauen uns einmal die Gussrahmen an. Ja, sehr überschaubar. In einer gewohnten Qualität von Plastic Soldier auch, ja, ganz okay gegossen. Nur hier sieht man wieder bei dem Soldaten links, dass da wieder mehr Gussgrad ist, als eigentlich sein müsste. Ja, das ist mein Beitrag zu Runners Hobby ausgepackt. Und das nächste Video kommt von mir, wenn die fertig ausgeknipst und fertig gebased sind. Und dann natürlich auch später zum Start des ersten Battle Reports. Ich bedanke mich bei euch, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.